The last speaker of this morning session, der Sprecher heute Morgen in unserer Morgensitzung ist ein Stellvertreter der USA, General McMaster, ist nationaler Sicherheitsberater für den Präsidenten Donald Trump. Er hat mir heute Morgen gesagt, dass er zum ersten Mal hier ist bei der Konferenz. Und deswegen möchte ich Ihnen ganz herzlich begrüßen und Sie dazu auf die Bühne bitten. Willkommen. Guten Abend. Thank you, Wolfgang. Und vielen Dank, Wolfgang. Ich war schon einmal in München, aber nur zum Oktoberfest, nicht hier für die Münchner Sicherheitskonferenz. Ich freue mich, mit Ihnen allen hier gemeinsam hier zu sein. Sie und Ihr gesamtes Team, Wolfgang, haben eine ganz tolle Arbeit geleistet bei der Organisation für diese so wichtige Konferenz. Ich möchte auch der Bundeskanzlerin Angela Merkel danken, der deutschen Bundesregierung und den Menschen hier in Deutschland für ihre großzügige Gastfreundschaft und ihre freundliche Begrüßung für die gesamte amerikanische Delegation. Für mich heißt nach Deutschland reisen fast nach Hause zu kommen. Und ich weiß, ich spreche für die gesamte amerikanische Delegation, wenn ich sage, dass wir uns alle gewünscht hätten, dass Senator John McCain auch hier wäre. Er ist nämlich ein großer Verfechter und Fan dieser Konferenz. Es ist mir eine große Ehre, heute hier zu sein. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist ein Forum, wo zahlreiche auserlesene Führungskräfte und kluge Köpfe zusammenkommen. Seit über 50 Jahren hat diese Konferenz offenen Dialog, ehrliche Debatten und lebendige Diskussionen gefördert. Dabei ging es immer darum, wie wir gemeinsam eine friedlichere und wohlhabendere Zukunft schaffen können. Dieses Jahr treffen wir uns zu einem sehr kritischen Zeitpunkt für unsere Nation und in der Tat für die gesamte Menschheit. Kritisch deswegen, weil wir viele Bedrohungen in dieser Welt erleben, die uns alle angehen. Schurkenregimes, die bereits jetzt schon die internationale Sicherheit im Nahen Osten und in Nordostasien bedrohen. Diese Regimes entwickeln die zerstörerischsten Waffen, die es auf der Welt gibt. Es gibt revisionistische Mächte, die die Stabilität der internationalen Ordnung, die es seit dem Zweiten Weltkrieg gibt, in Frage, und zwar durch militärische Stärke und andere bösartige Formen von Aggression. Und dann gibt es noch dschihadistische Terrororganisationen, die sich auch weiterhin des Massenmordes an Unschuldigen als Haupttaktik bedienen in einem furchtbaren Krieg gegen alle zivilisierten Völker. Es sind eigenständige Bedrohungen, aber diese drei Bedrohungen überschneiden sich auch oft, zum Beispiel in Syrien. Um diese Herausforderungen und Bedrohungen anzugehen und die internationale Sicherheit zu verbessern, müssen wir unseren Glauben erneuern an die Prinzipien, die unsere Nation stark gemacht haben, die den weltweiten Wohlstand gestärkt haben und einen Konflikt zwischen den Großmächten seit 70 Jahren verhindert haben. Die USA, unsere Bündnispartner und Partner sind alle stolze Nationen, patriotischer Völker, die Werte wie Freiheit, persönliche Rechte, freie Marktwirtschaft, Gleichberechtigung und die Rechtsstaatlichkeit in Ehren halten. In unseren freien und offenen Gesellschaften regen Künstler, Intellektuelle und Erfinder unsere Herzen an. Sie regen unsere Vorstellungskraft an. Sie drängen uns, die Grenzen in Wissenschaft und Forschung zu durchbrechen. Wir sollten stolz sein auf das, was wir erreicht haben, weltweit, um unsere Prinzipien zu schützen, unsere Sicherheit zu verteidigen und menschliches Potenzial freizusetzen. Diesen Monat haben wir den Niedergang, den Fall der Berliner Mauer gefeiert und auch den Niedergang der Stacheldrähte, die die beiden deutschen Völker geteilt haben. Denn die Berliner Mauer ist nun länger
weg, als dass sie gestanden hat. Ich war hier damals in Deutschland, als die Berliner Mauer fiel. Unser Kavallerieregiment führte Grenzpatrouillen durch in der Nähe von Coburg. Und dann wurden die Reisebeschränkungen für die ostdeutschen Bürger aufgehoben. Und an diesem Tag haben wir eine nicht vorhersehbare Invasion erlebt, als nämlich freudige Ostdeutsche uns Blumen brachten und Weinflaschen mitbrachten, um die Wiedervereinigung mit ihrem Freund, mit ihrer Familie zu feiern. Ebenso, wie sie ihre neu gefundene Freiheit gefeiert haben. Diese Erinnerungen gehören zu den schönsten Momenten, an die ich mich erinnere, als die Freiheit über die Unterdrückung triumphierte. Unsere gemeinsame geteilte Geschichte erinnert uns an unsere gemeinsamen Prinzipien, an unsere demokratischen Werte und an unser andauerndes Engagement für den Frieden. Ewald von Kleist ist der Gründer dieser Konferenz. Er hat sie 1963 ins Leben gerufen. Und das war nach zwei furchtbaren Weltkriegen. Und er hatte damals die Hoffnung, weitere Konflikte zu verhindern. Um seine edle Idee umzusetzen, müssen wir alle Verantwortung teilen. Der internationale Frieden und der Wohlstand hängt von allen Nationen ab. Aus diesem Grund hat Präsident Donald Trump sich engagiert für stärkere Bündnisse und Partnerschaften auf Grundlage geteilter Werte, geteilter Interessen, geteilter Verantwortung und geteilter Lasten. Heute möchte ich drei prioritäre Bereiche benennen, die unserer gemeinsamen Bemühungen bedürfen. Erstens, wir müssen sicherstellen, dass die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen weiter eingehalten wird. Wir müssen auch von deren Nutzung abschrecken. Zweitens, wir müssen den Sieg über dschihadistische Terrororganisationen erringen. Und drittens müssen wir die internationalen Grundlagen für Frieden und Wohlstand stärken. Während der vergangenen 4 Jahre haben wir zu unterschiedlichen Anlässen 100-Jahr-Feiern angesichts des Ersten Weltkrieges gefeiert. Es war ein Krieg, in dem immer wieder, fast routinemäßig, Chemiewaffen eingesetzt worden sind und die dann zu unermesslichen menschlichen Leiden geführt haben. Vor dem Weltkrieg waren die Nationen zusammengekommen und haben sich geeinigt, diese schrecklichen Waffen nicht auf dem Kriegsschauplatz einzusetzen. Im April 2017, als das Assad-Regime dann doch wieder diese abscheulichen Waffen gegen Unschuldige einsetzte, haben die Vereinigten Staaten reagiert. Wir haben gehandelt, um zu verhindern, dass weitere Chemieangriffe durchgeführt werden und sicherzustellen, dass die Nutzung dieser Waffen niemals wieder zu einer Routine werden wird. Es gab öffentlich erhältliche Berichte und Fotos, die ganz klar zeigen, dass die Nutzung von Chemiewaffen durch das Assad-Regime auch weiter fortgeführt wird. Es ist nun an der Zeit, dass alle Nationen die syrische Regierung zur Verantwortung ziehen, ebenso wie ihre Unterstützer. Es ist an der Zeit, dass alle Nationen nun die Bemühungen der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen unterstützen. Das Nichtverbreitungsregime befindet sich unter großem Druck, nicht nur, weil Chemiewaffen genutzt werden, sondern auch, weil nun Nuklearwaffen entwickelt und verbreitet werden. Die OVCW braucht unsere ganz klare Unterstützung. Letztes Jahr haben sich die Länder hier versammelt, um eine internationale Kampagne für die nukleare Abrüstung der koreanischen Halbinsel umzusetzen. Wir müssen das Kim-Regime unter Druck setzen mit allen möglichen Maßnahmen, die wir haben, um sicherzustellen, dass diese grausame Diktatur die Welt nicht bedrohen kann mit diesen zerstörerischsten Waffen der Welt. Viele von uns können stolz auf die Erfolge zurückblicken, die wir erzielt haben, indem wir uns nämlich in Einigkeit hinter die UN-Sicherheitsratsresolution gestellt haben. Heute müssen wir nicht nur die existierenden Sanktionen umsetzen, sondern wir müssen auch die diplomatischen Beziehungen herunterstufen, zum Beispiel die Handelsbeziehungen, die militärischen und weiteren Beziehungen einschränken und außerdem sogenannte Gastarbeiter ausweisen aus unseren Ländern. Die Nationen, die dies nicht umsetzen und diese Schritte nicht nehmen, handeln verantwortungslos. Jetzt ist es an der Zeit, mehr zu tun. Ein nukleares Nordkorea ist eine direkte Bedrohung für alle unsere Länder und untergräbt dieses Nichtverbreitungsregime ganz grundsätzlich.
Wir wissen, dass Syrien und Nordkorea nicht die einzigen Schurkenstaaten sind, die gefährliche Waffen entwickeln und verbreiten. Nun ist es an der Zeit, auch noch schwere Fehler im Abkommen mit dem Iran anzugehen und zudem die destabilisierenden Aktivitäten des Iran anzugehen und ihnen entgegenzuwirken. Dazu gehört die Entwicklung und Verbreitung von Raketen, ebenso wie die Unterstützung des Iran für terroristische Stellvertreter und Milizen, die zerstörerische Konflikte im gesamten Nahen Osten befeuern. Das iranische Regime fördert diese Art von Gewalt mit der Unterstützung privatwirtschaftlicher Organisationen, die zum Beispiel mit der Islamischen Revolutionsgarde zusammengehören. Zum Beispiel gehört dazu die Fluglinie Mahan Air, die zum Beispiel hier auch in München am Flughafen einen Landeplatz hat. Aus internationalen Sicherheitserwägungen und moralischen Gründen heraus müssen wir unsere Geschäfte, die wir mit diesen, mit der Revolutionsgarde zusammenhängenden Unternehmen betreiben, einschränken. Und wir müssen stattdessen die Entwicklung eines wahren Gewerbesektors im Iran befördern und das Regime unter Druck setzen, die Rechte des Volkes zu respektieren. Der zweite Bereich, der unserer Aufmerksamkeit bedarf, ist der Sieg über terroristische Organisationen, die unsere Bürger und Lebensweise bedrohen. In den letzten Monaten haben wir zusammengearbeitet und große Fortschritte erzielt in der Verhinderung terroristischer Angriffe. Wir haben den Terroristen Grund und Boden und auch Unterstützer entzogen. Wir haben die Finanzströme unterbrochen und zudem ihrer boshaften Ideologie geschadet. Im letzten Jahr haben wir gemeinsam in Partnerschaft zwei neue Zentren in Saudi-Arabien eingerichtet, die gegen die dschihadistischen Ideologien vorgehen und Terrorismusfinanzierung unterbrechen. In Syrien und im Irak hat unsere Koalition im Kampf gegen den Islamischen Staat Territorium gewonnen, das zuvor in der Hand der Terroristen war. Wir werden auch weiterhin ISIS-Kämpfer verfolgen, die Bevölkerung in Sicherheit bringen, Gebiete stabilisieren und die sichere Rückkehr derjenigen ermöglichen, die unter dieser schrecklichen, bösartigen Organisation gelitten haben. In Afghanistan haben unsere heldenhaften afghanischen Partner gemeinsam mit Amerikanern, mit der NATO und internationalen Streitkräften gearbeitet, um eine bessere Zukunft für die Kinder Afghanistans zu schaffen. Wenn wir alle zusammenarbeiten, dann haben wir eine Chance, gegen die Taliban und auch das Haqqani-Netzwerk vorzugehen. Viele dieser Terroristen leben in Sicherheit und Luxus außerhalb Afghanistans und planen gleichzeitig den Mord an Unschuldigen. Um Fortschritt in der Terrorismusbekämpfung und in der Nichtverbreitung zu erzielen, müssen wir uns zudem auf einen dritten Bereich konzentrieren, der alle diese Bemühungen miteinander verbindet. Es geht um die Stärkung der internationalen Grundlagen für Frieden und Wohlstand. In diesem Bereich haben wir noch viel Arbeit vor uns. Die internationalen Institutionen, die geschaffen worden sind, um Frieden und Zusammenarbeit zu schaffen und zu vereinfachen, werden im Moment bedroht. Und zwar durch Nationen, die das eigentliche den eigentlichen Existenzgrund dieser Organisation unterwandern. Zum Beispiel sitzen einige der ungeheuerlichsten Verbrecher, die gegen die Menschenrechte verstoßen haben, im UN-Sicherheitsrat. Handelsorganisationen wie die WTO haben es noch nicht geschafft, solche Länder einzuschränken, die sich nicht an die Prinzipien eben jener Organisationen ebenso wie an ihre Regeln halten. Also müssen wir aktiv miteinander zusammenarbeiten, um diese Institutionen zu schützen, zu reformieren und zu stärken, damit sie ihre eigentlichen Ziele verfolgen können, für die sie gegründet worden sind und den Interessen der Staaten dienen können, die sich an Rechtsstaatlichkeit und menschliche Würde halten. Präsident Trump hat in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung gesagt, dass der Erfolg der internationalen Organisation auch sehr stark abhängt von der Stärke ihrer einzelnen, unabhängigen, souveränen Mitgliedstaaten. Bedauerlicherweise gibt es aktuell aber nicht besonders viel Respekt für Souveränität auf der Welt. Einige der gefährlichsten Formen der Aggression sind nicht im entferntesten militärischer Art. Wir können es zum Beispiel repressiven, revisionistischen Mächten nicht erlauben, unser Vertrauen in unsere Prinzipien zu erschüttern, unsere Systeme des freien Marktes
zu untergraben oder in unsere demokratischen Prozesse einzugreifen. In den letzten Tagen haben wir gesehen, dass die Vereinigten Staaten gegen diejenigen vorgehen werden und klar benennen werden, die das Internet, soziale Medien und andere Maßnahmen nutzen, um Desinformationskampagnen durchzuführen oder subversiv tätig zu sein oder Spionagetätigkeiten zu betreiben. Aktuell verbessern wir bereits unsere Fähigkeit, diese Bedrohungen anzugehen. Im April vergangenen Jahres haben 9 Länder, unter anderem die Vereinigten Staaten, ein neues europäisches Center of Excellence gegen hybride Bedrohungen eingerichtet. Dieses Zentrum wird den freien Nationen dabei helfen, sich gegen Cyberangriffe und politische Subversion zu wappnen. So können wir dann unsere Lebensart durch gemeinsames Handeln erhalten. Unsere Nationen sind sicherer, wenn wir zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Wir sind nur so stark wie das Vertrauen in unsere Werte, unser Stolz auf unser Erbe und unsere Entschlossenheit, unseren Teil zum Frieden beizutragen. Wenn wir unser Engagement für diese edlen Prinzipien erneuern, können wir zusammen die Bedrohungen von heute angehen und sie besiegen. Wir können das Nichtverbreitungsregime aufrechterhalten. Wir können den dschihadistischen Terrorismus bekämpfen. Wir können unseren Lebensstil beschützen und wir können diesen visionären Traum des Gründers dieser Konferenz umsetzen, dass sogar nach 2 verheerenden Weltkriegen unsere Nationen immer noch zusammenkommen können, um eine hoffnungsvolle, strahlende, vielversprechende Zukunft zu schaffen. Vielen herzlichen Dank. Thank you very much. Thank you. Vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt Zeit für ein paar Fragen und ich schaue mich nun hier im Raum um. Herr Kosachev aus der Russischen Föderation hat eine Frage. Ein Mikrofon ist bereits zu Ihnen unterwegs. Vielen herzlichen Dank. Meine Frage befasst sich mit Cybersicherheit. Gemäß der Daten, die ich von russischen Experten erhalten habe, ist es so, etwa 28% der Cyberangriffe außerhalb des russischen elektronischen Systems sind in die USA zurückzuführen. 28%. 2-3% der Angriffe, die auf das amerikanische System ausgeführt werden, kommen aus Russland. Das sind 10-mal weniger. Möchten Sie dies anerkennen, diese Daten, oder Ihnen entgegensprechen? Und meine nächste Frage ist, wie stehen Sie zu unserem wiederholten Angebot, einen bilateralen Dialog, einen russisch-amerikanischen Dialog zum Thema Cybersicherheit anzugehen, den die Amerikaner bisher immer abgelehnt haben? Danke sehr. Ich bin überrascht, dass russische Cyber-Experten verfügbar sind, denn sie sind sehr engagiert. Sie versuchen nämlich gerade viel in unseren Demokratien im Westen anzurichten. Ich möchte Folgendes sagen. Wir hätten gerne einen Cyber-Dialog, wenn Russland ihn auch ernsthaft betreibt und auch ernsthaft versucht, die sehr fortgeschrittene Form der Spionage einzuschränken. Das nennen wir eine moderne Form der Moskorowka, die befördert wird durch moderne Technologie. Und der Tag wird aber kommen, denn wir werden immer besser darin, die Spionage zurückzuverfolgen und zu sehen, wo das herkommt. Und Sie sehen das mit der Anklage des FBI. Wir sind hier auch im öffentlichen Bereich ganz aktiv. In der Vergangenheit war es schwierig, aus unterschiedlichen Gründen, technischen Gründen zum Beispiel, hier aktiv zu werden. Man wollte außerdem auch die nachrichtendienstlichen Fähigkeiten nicht offenlegen. Aber jetzt ist es so, wir sind in einer Strafverfolgung inbegriffen in einem solchen Prozess und da kann man ganz öffentlich sein. Und der zweite Grund, aus dem Russland wahrscheinlich neu bewerten muss, was es tut, ist Folgendes. Es funktioniert aber nicht. Was sie tun, funktioniert nicht. Aktuell versucht man, unsere Gesellschaft zu polarisieren und rechte Gruppen zu unterstützen, zum Beispiel auch die extremen
extremsten Formen des Faschismus und Gruppen auf dem ganz linken Spektrum versuchen, westliche Gesellschaften gegeneinander aufzuwiegeln. All das wird getan, nur um die großen Gruppen anzusprechen. Und gleichzeitig verbünden sich alle unsere politischen Maßnahmen gegen Russland. In den USA ist es sehr schwierig, wie Sie vielleicht gehört haben, aktuell ein Gesetz zu verabschieden, wo beide Parteien zustimmen. Das ist aktuell leider sehr schwierig. Mit einer Ausnahme. Das sind Sanktionen gegen Russland. Da haben wir mit 98-2 abgestimmt. Und das war nur möglich, hauptsächlich, weil Russland das selber so befähigt hat. Weil Russland sich nämlich so in dieser Kampagne eingebracht hat, in die Kampagne politischer Subversion. Vielen Dank für diese Frage. Vielen Dank. Wir haben noch viele andere Fragen, die gestellt werden wollen, aber wir haben nur wenig Zeit. Und wenn das für Sie in Ordnung ist, dann werden wir einige Fragen sammeln und die dann an Sie weitergeben. Ich rufe nun die folgenden Fragesteller auf. Ich glaube, ich habe einige erkannt. Da ist Nick, dann Herr Lietz, Herr von Marschall und Zipi Livni. Die Dame nun als Letzte. Ich hoffe, das ist dieses Mal in Ordnung so. General McMaster, wir schätzen sehr, wie Sie über die Werte gesprochen haben, die die Grundlage unseres Bündnisses sind, der Weltordnung seit den letzten Jahrzehnten. Können Sie aber uns dabei helfen, wie man die Bemerkungen von heute in Einklang bringt mit dem, was im letzten Frühjahr bereits gesagt wurde? Ich erinnere mich daran, dass Sie damals gesagt haben, dass es keine globale Gemeinschaft gibt. Es ist nur eine Arena, wo sich Staaten und Akteure im Wettbewerb befinden miteinander um ihre eigenen Interessen. Und Sie haben eine ganz andere Herangehensweise an Bündnisse gezeigt auf Ihrer Seite des Atlantiks. Können Sie vielleicht dazu sprechen? Vielen Dank. Jetzt kommt Anne Lietz aus dem Europäischen Parlament. Herr McMaster, mein Name ist Anne Lietz, ich bin Sozialdemokrat aus dem Europäischen Parlament. Ich freue mich, Sie nicht nur hier bei der Sicherheitskonferenz zu sehen in Washington, sondern auch nun hier. Sie haben einige gemeinsame Bedrohungen aufgezeigt und auch von der geteilten Verantwortung gesprochen. Dieses Thema haben wir bereits mit dem EU-Präsident, dem Herrn Juncker, besprochen. Wir haben über Klimawandel gesprochen und Klimaherausforderungen. Und wir werden dieses Thema auch in den Bereich Außenpolitik im Europäischen Parlament anbringen. Und auch hier haben wir schon über dieses Thema gesprochen. Und Sie haben drei Prioritäten angesprochen, prioritäre Bereiche. Und können Sie mir vielleicht sagen, wie man hier noch Verantwortung teilen kann, um den Klimawandel anzugehen? Wie macht man das in Washington, im Capitol Hill, im Kongress, in der Sicherheitsgemeinschaft, unter Sicherheitsexperten und auch innerhalb der Regierung? Sieht man dies als große Notwendigkeit oder vielleicht auch als Chance? Denn vielleicht kann man genau das nutzen, da zusammenzuarbeiten. Vielen Dank. Ich bin ein deutscher Journalist, Christoph Marschall. Ich bin aber auch Helmut Schmidt Fellow beim German Marshall Fund in Washington. Ich forsche zur Zukunft der transatlantischen Beziehungen. Nun zu Nuklearwaffen. Es gibt eine Kontroverse zwischen den USA und Deutschland, wenn es um kleine taktische Waffen geht. In den 80er Jahren war der Namensgeber meines Fellowships Helmut Schmidt Kanzler und er hat seine Kanzlerschaft riskiert. Er wollte, dass die USA ihr Arsenal modernisieren und auf selbe Niveau bringen wie die Sowjetunion zu der Zeit. Können Sie uns erklären, wie die Situation heute aussieht und warum Sie denken, dass die Modernisierung der amerikanischen Nuklearwaffen inklusive taktischer Waffen in europäischem Interesse sein sollte und oder ob das vielleicht doch das Gegenteil der Fall ist? Und die letzte Frage nun von Zipi Livni. Und ich entschuldige mich an alle anderen, die eine Frage stellen möchten, aufgrund der Kürze der Zeit. General McMaster hat nämlich einen Termin, der eigentlich jetzt schon beginnt. Er muss also in einigen Minuten uns schon verlassen. Vielen herzlichen Dank. Wie kann Terrorismusbekämpfung funktionieren, wenn Ihr Minister in Libanon war und gesagt hat, dass wir die Rolle der Hisbollah anerkennen können, die die Hisbollah im Libanon spielt? Ich denke, da sollte es eine Wahl geben. Ich denke, die Hisbollah sollte im politischen Leben teilnehmen. Was denken Sie dazu? Und gibt es konkrete Schritte dahingehend, wie die Vereinigten Staaten sich verhalten wird im Hinblick auf den Iran und was der Iran auf syrischem Territorium tut? Vielen Dank.
Thanks to all of you for those questions. Danke an alle für Ihre Fragen. In terms of the U.S. relationship with allies, when we talk about arenas of competition, we're talking about konkurrierende Arenen sprechen. Da sprechen wir über den Wettbewerb zwischen unseren freien, offenen Gesellschaften gegen Unterdrückerstaaten. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, die wirklich lesenswerte nationale Sicherheitsstrategie anzuschauen, die letztes Jahr vom Präsidenten unterzeichnet wurde. Wir sprechen also über diese konkurrierenden Arenen. Und damit bewegen wir uns ein bisschen weg von dem, was ursprünglich eine sehr hoffnungsvolle Aussicht auf Geopolitik war. Und wir hatten damals ein großes Machtgefüge, was uns aber helfen konnte, die großen Probleme anzugehen und zu lösen und allen zu Frieden und Wohlstand zu verhelfen. Diese Träume wurden zerstört bei der Invasion, durch die Invasion in Georgien 2008. Und dann hatten wir noch die Angriffe auf Estland 2007, Cyberangriffe. Wir sehen also ein bestimmtes Muster der revisionistischen Mächte, die ihre Interessen durchsetzen zulasten der freien, offenen Gesellschaften. Das amerikanische Engagement und die Verpflichtung gegenüber den Bündnispartnern ist nach wie vor sehr stark. Aber wir müssen die Welt auch so sehen, wie sie ist. Und wir dürfen kein Vakuum zulassen, weil dann gefährden wir unsere eigenen Völker. Und gleichzeitig ermutigen wir diese Unterdrückerstaaten, ihre autokratischen Regime und deren Interessen weiter auszuweiten zu unseren Lasten. Und das ist ja überhaupt nicht im Widerspruch zu unserem Wunsch, noch stärker in Bündnissen uns zu engagieren und noch eine stärkere transatlantische Partnerschaft zum Beispiel zu haben. Der Präsident hat klargemacht, dass die USA auch weiterhin dem Klima und der Umwelt verpflichtet sind. Wir wollen der sauberste Staat werden, die sauberste Luft und Wasser haben in der Welt. Aber es darf auch keinen Freischein für die größten Verschmutzer geben. Wir arbeiten sehr engagiert im Bereich erneuerbare Energien, aber wir versuchen auch, fossile Brennstoffe sauberer zu gestalten, um unsere Emissionen zu reduzieren, gleichzeitig aber ausreichend Energie zur Verfügung zu stellen, sodass wir unsere Wirtschaft am Laufen halten können. Die Frage zu den Nuklearwaffen. Da würde ich Ihnen empfehlen, die Überprüfung des Nukleardispositives zu lesen. Wir sehen ja, haben beschlossen, Nuklearwaffen mit niedrigerer Sprengkraft zu entwickeln. Und Ziel ist es ja hier nicht, die Schwelle für den Einsatz zu senken, sondern sie zu erhöhen. Wir sind voll in Übereinstimmung mit dem INF-Vertrag. Und wir haben ja auch waren mit einer Politik konfrontiert, die hieß eskalieren, um zu deeskalieren. Und wir werden es nicht zulassen, dass Russland ganze Länder hier in Geiselhaft nimmt. Die USA haben ihre Abschreckung jetzt wieder verstärkt, mit dem Ziel, dass die Wahrscheinlichkeit einer Nuklearaussetzung wieder verringert wird. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese Neujustierung vorgenommen haben in unserer Atompolitik. Und ich denke, jetzt haben wir wirklich die Chance, eine inhaltsreiche Diskussion zu führen über die Verstöße des INF-Vertrages. Das hat ja Auswirkungen nicht nur für Europa, sondern weltweit. Die Frage zu Hezbollah, das ist eine klare terroristische Organisation. Und wir haben sie immer als Ganzes, als Terrororganisation bezeichnet.
Wir haben das jetzt gesehen, was die Hisbollah wirklich ist. In Syrien arbeiten sie als Stellvertreter des Iran. Wir sehen immer mehr iranische Fähigkeiten, die von der Hisbollah genutzt werden und die eine noch stärkere Bedrohung für die Stabilität der ganzen Region darstellen. Ich denke, wir müssen uns hier einfach mal in Ruhe anschauen, was der Iran dort in der Region tut. Was machen sie? Sie nutzen das Modell Hisbollah und weiten es aus auf den ganzen Nahen Osten. Das heißt, sie wollen, dass alle arabischen Staaten dauerhaft schwach sind. Und wenn es schwache Regimes gibt, dann hängen diese von der Unterstützung durch den Iran ab. Sie fördern Milizen und terroristische Organisationen, die nicht zur Regierung gehören, die dann aber eingreifen können, falls diese Regierung sich gegen den Iran wenden. Das haben wir in Syrien gesehen. Da haben wir eine Stellvertreterstreitkraft. Wir haben dann die islamischen Revolutionsgarden und ihr Korps. Wir haben Kräfte in anderen Ländern, die der Hisbollah ähneln. Und das sehen wir auch im Jemen. Und besonders besorgniserregend ist, dass dieses Netzwerk der Stellvertreter immer fähiger wird, weil der Iran sie mit immer besseren Waffen versorgt. Deswegen denken wir, dass es jetzt an der Zeit ist, zu handeln gegen den Iran, wenn Sie sich die größten Investoren im Iran anschauen, weil wenn Sie in den Iran investieren, dann investieren Sie in die Revolutionsgarden. Sie könnten ihnen auch gleich einen Scheck übergeben und sagen, bitte nutzen Sie das Geld, um im ganzen Nahen Osten zu töten. Deswegen sprechen wir jetzt also mit den größten Investoren im Iran. Natürlich gibt es noch Russland und China, aber es gibt auch Japan, Südkorea und Deutschland, die ganz oben stehen auf der Liste der Investoren im Iran. Wir versuchen, die auch im Unternehmensbereich die nachrichtendienstlichen Erkenntnisse zu sammeln. Und wir wissen, dass fast alle Investitionen in die Revolutionsgarden fließen. Damit kommen wir zum Ende dieser Vormittagssitzung. Ich möchte Sie noch daran erinnern, dass diejenigen von Ihnen, die ein Interesse an Nuklearfragen haben, insbesondere nukleare Rüstungskontrolle, dass Sie um 14:50 Uhr wieder hierher kommen sollten, weil wir